Hallo ihr Süßen, heute dreht es sich um das Thema Augenbrauen, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich zupfe und schneide und forme und färbe viele Augenbrauen meiner Freundinnen und Familie. Und deswegen wollte ich dazu noch mehrere Videos machen. Das ist ein Video von vielen, die ich vorhabe. Irgendwann werde ich auch eine Playlist machen. Die findet ihr dann hier oben genau, wo ich auf sehr unterschiedliche Augenbrauentypen eingehe. Weil ich glaube, das Problem an solchen Videos ist einfach immer, dass wir alle so unterschiedliche Augenbrauen haben. Und eigentlich reicht ein Video dafür nicht. Falls ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich freuen über ein Abo hier unten. Und jetzt geht's auch schon los. Das sind die buschigen Augenbrauen meiner Freundin. Die sind so, wie sie sind, wunderschön. Aber sie hat mich gebeten nach einem kleinen Update und genau das machen wir heute. Hier kommt ein wichtiger Teil. Lernt eure Augenbrauen kennen. Kämmt sie so ein bisschen durch, links, rechts. Lernt eure Wuchsrichtung kennen. Die Wuchsrichtung ist 90% unserer Arbeit, die wir heute machen werden. Die Wuchsrichtung entscheidet, wie wir heute arbeiten werden. Wenn ihr eure Augenbrauen laminiert habt, dazu habe ich auch ein Video, das findet ihr hier oben, dann ist es natürlich so, dass ihr die Wuchsrichtung manipuliert habt und auf diesen Schritt verzichten könnt. Wenn ihr euch unsicher sein solltet, nehmt euch ein Kajal und zeichnet euch die Bereiche weg, die ihr wegzupfen wollt. So könnt ihr sehen, ohne zupfen zu müssen, wie später eure Augenbrauen aussehen werden. Und auch da nehmt euch Zeit, denn Augenbrauen machen einen riesengroßen Unterschied im Gesicht und wenn ihr euch verzupft, dann sieht das für ein paar Wochen erstmal merkwürdig aus. Anstelle des Kajals könnt ihr auch einen Concealer benutzen. Für meine Zwecke entferne ich jetzt wieder den Concealer, da ich ungefähr weiß, wie ich die Augenbrauen zupfen möchte. Ihr könnt das aber gerne drauf lassen. Es kann nur sein, dass sich die Härchen dadurch nicht so leicht zupfen lassen. Denn die Öle des Kajals sorgen dafür, dass die Pinzette leichter abrutscht. Macht zuerst die Härchen weg, die so lose unter den Augenbrauen sind. Die sorgen einfach für ein unruhiges Bild und müssen auf jeden Fall weggezupft werden. Wenn ihr euch nach oben arbeitet, also da, wo die Augenbrauen dichter werden, werdet auch so ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass ihr euch zu dünne Augenbrauen zupft. Die 90er sind lange vorbei. Ganz wichtig ist, lächelt ab und zu, macht eine kleine Pause, denn Lächeln reduziert Stress. Arbeitet ordentlich, habt auf jeden Fall so einen kleinen Pinsel, also ich habe jetzt hier so einen Fächerpinsel, mit dem ihr die kleinen Härchen einfach so wegfegen könnt. Ihr seht, die Haut kann sich röten. Wichtig ist hier, zupft eure Augenbrauen nicht vor einem wichtigen Termin, wie zum Beispiel eure Hochzeit. Macht das wirklich in Ruhe, 2-3 Tage vorher. Was wirklich helfen kann, um die Rötung ein bisschen zu lindern und vielleicht auch die Schmerzen, die ihr habt, habt einfach ein Eisklümpchen neben euch und geht ab und zu damit über die geröteten Stellen. Dadurch werden die Schmerzen gelindert, Rötungen verschwinden schneller. Diesen mittleren Teil, der definiert, wie die Augenbraue aussieht, der macht den Bogen und den arbeiten wir uns raus. Auch hier, wie immer, ich wiederhole mich, wie eure Mutter, seid hier besonders sorgfältig, um die Augenbrauen nicht so schnell zu dünn zu machen. Im inneren Augenwinkel soll die Augenbraue dick sein und soll dann nach außen dünner werden, also sich verjüngen. Umso stärker wir das machen, also umso dünner wir nach außen hin werden, umso dramatischer ist das Ergebnis und deswegen werdet nicht zu schnell zu dünn. Das war so mein Zwischenentwurf, den hätte ich jetzt so lassen können. Ich habe meine Freundin gefragt, ob es für sie so passt. Sie fand es so schön, aber ich wollte noch mal ein bisschen rumexperimentieren, so bin ich einfach. Und deswegen, hier sieht man, dass die Augenbrauen relativ gleichmäßig dick sind und erst zum Ende hin dünner werden. Ich wollte hier einfach einen stärkeren Bogen schenken und deswegen arbeite ich weiter. Wichtig ist einfach generell, kann man sagen, es gibt wenig Regeln beim Make-up und bei allen Beauty-Sachen generell. Wichtig ist trotzdem, dass man sagen kann, die Augenbrauen sollen am inneren Augenwinkel dicker anfangen und dann dünner werden. Wie dramatisch ihr das gestaltet, ist von eurem Geschmack abhängig. Ich weiß, ich wiederhole mich hier. Und hier arbeite ich einfach den Bogen immer weiter raus, indem ich den Mittelteil erstmal so ein bisschen dünner mache. Und natürlich dann, wenn ich zufrieden bin, nach außen gehe und das dann auch dünner mache. Den nächsten Schritt müsst ihr nicht wirklich machen. Ich fülle jetzt noch die Augenbrauen mit einem Microbore-Pencil
von NYX aus. Das ist mein Lieblings-Augenbrauenprodukt, wenn es darum geht, den Augenbrauenfarbe zu verleihen und noch mehr Gleichmäßigkeit. Man kann das machen, man muss das nicht. Jesus auch wieder, guckt auf eure Augenbrauen. Wo es heller ist, muss mehr Farbe hin. Wo es dunkler ist, weniger. Und deswegen kämmt nochmal so ein bisschen eure Augenbrauen durch. Ich mache es meistens so, dass ich am inneren Augenwinkel anfange, da so ein bisschen mehr Definition reinbringe. Dann ziehe ich mir so eine leichte, dezente Linie am oberen Teil der Augenbraue entlang, also vom inneren zum äußeren Augenwinkel hin. Dann gehe ich ans Ende, das ist einfach meine Technik, die müsst ihr nicht befolgen, mache die Spitze schön und dann fülle ich eigentlich die Augenbraue erst aus. Und hier sieht man natürlich den riesen Unterschied, den das Augenbrauenzupfen und das Ausfüllen der Augenbrauen macht. Vorher waren die Augenbrauen wunderschön, aber nachher wirken sie einfach so gegroomt, also sehr pointiert. Ich finde beides schön. Ein kleiner Tipp am Rande, der vielleicht auch ein bisschen für Spaß sorgt, ist einfach, habt eine Freundin oder zwei Freundinnen am Start. Die helfen euch auch auf jeden Fall so ein bisschen die Augenbrauen-Blindness, die man ja schon mal hat, der entgegenzuwirken. Und vielleicht macht ihr euch einfach gegenseitig die Augenbrauen. Das kann natürlich auch super spaßig sein. Wie die Härchen wachsen, ist super individuell. Bei meiner Freundin sehe ich jetzt, dass die Augenbrauen am Anfang relativ gerade wachsen. Das muss man so ein bisschen beim Zupfen mit einbeziehen. Das heißt, da liegen die Härchen dicht übereinander und wirken dunkler, wie man klar sehen kann. Und da, wo die Augenbrauen eher ein bisschen dünner werden, wirkt die Augenbraue heller. Augenbrauen sind super, super, super wichtig. Ich glaube, sie kommen für mich direkt nach der Mascara und Rouge. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich liebe Mascara, ich liebe Rouge. Die Lippen können krumm geschminkt sein, man kann Panda-Augen haben. Aber wenn was mit den Augenbrauen nicht stimmt, das sieht man einfach super schnell und es verfälscht auch schnell einfach den ganzen Gesichtsausdruck. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Thumbs Up. Hier geht es gleich weiter mit meinem erfolgreichsten Video, was zufälligerweise auch ein Augenbrauen-Tutorial ist. Und hier geht es mit Vivi-Videos weiter. Und jetzt sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss!